Der André Silberschmidt, jüngster Nationalrat, einer der Gründer des Gastrounternehmens Kaizen und arbeitet ganz nebenbei noch bei Pflanzen. Du als Mensch kannst sagen, ich habe die Politik, du musst ein Formular ausfüllen und du bist schon dabei. Wie das alles unter einen Hut bringt, das haben wir heute herausfinden. Darum viel Spass beim Ein Tag als Nationalrat. So, wir haben 6:30 am Morgen, Montagmorgen, und jetzt geht es Richtung Zürich Hauptbahnhof. Ich habe noch einen ganz grossen Plan, was mich heute erwartet, aber ich habe eine Frage. Und zwar, wie kommt man so jung in die Politik? Und vor allem auch, was kann ich von dem ganzen Tag heute mitnehmen? Weil ich muss ehrlich gestehen, Politik und ich sage mal, die ganzen Abstimmungen, Wahlen sind Themen, wo ich leider teilweise mich ein bisschen zu wenig damit auseinandersetze. Let's go! Hey, guten Morgen. Ja, gut, top von dir. Sehr gut, danke. Also, vorgestellt und so, das würden die alles schon. Wie sieht der ungefähre Tagesablauf von heute aus? Also, wir gehen jetzt zuerst auf die Ethiken, ja, zum Pflanzer, wo ich auch arbeite. Dort haben wir noch eine Sitzung am Morgen, von der Anlagekommission von der Pensionskasse von Pflanzer, ja, wo ich Sekretär bin. Dann gehen wir auf Uetendorf, das ist in der Nähe von Bern. Dort habe ich während einem Lunch vom Liberalen Forum habe ich ein Referat. Dann gehe ich ins Bundeshaus, unterwegs in Onkal, und habe dann per Zufall heute zwei Geschäfte, die ich rede. Ja. Einerseits zu der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und andererseits zu der Pensionskassenreform. Und dann haben wir ein bisschen Pause. Irgendwann muss ich auch noch ein bisschen arbeiten, oder? Ja. Und am Abend haben wir dann noch ein Essen im Bundeshaus, weil die Sitzung gerade bis um 10 Uhr. Ja. Und so muss ich im Bundeshaus bleiben bis eigentlich um 10 Uhr. Und dann ist fertig. Genau. Jetzt bin ich dann total overdressed an dieser Sitzung. Normalerweise gehe ich nicht mit dem Anzug zum Panzer arbeiten. Aber wie wir halt nachher ins Parlament gehen, habe ich gefunden, ziehe ich mich jetzt nicht extra um. Ist im Parlament Anzugspflicht? Nein, im Ständerat ist aber eine Krawattenpflicht. Ja. Aber im Nationalrat haben wir eigentlich keine Regeln. Nein, und eben dann. Du hast vorhin kurz noch beantwortet, aber warum schaffst du noch neben Nationalrat? Das hat sicher pragmatische Gründe. Ich weiss ja nicht, ob ich wiedergewählt werde. Und wenn ich dann im Herbst quasi nicht mehr Nationalrat wäre, würde ich auch noch einen Job haben dran. Einfach allein, um auch meine Rechnungen zu zahlen. Also einerseits, wenn du so jung bist, solltest du nicht einfach alles auf Politik setzen. Und das andere ist für mich sicher auch, um eigentlich am Puls der Menschen bleiben, am Puls der Wirtschaft bleiben und sehen, was beschäftigen überhaupt die Leute? Das sind wir wie ein Biotop in der Politik, das geschützt ist vor der Außenwelt und nachher über Themen diskutiert, wo man schon merken, die Menschen beschäftigen das eigentlich gar nicht. Ja, jetzt. Hallo, Herr Gast ist da, der Nationalrat Silber Schmidt. Er ist der jüngste Nationalrat in der Legislatur, die gewählt ist. Er kommt vom Zürcher Oberland. Und mir ist die grosse Ehre, dass er uns erzählt über die Herausforderungen in Bundesbern. Merci für meine Anknüpfung. Danke schön. Geschätzte Damen und Herren, es ist mir eine Freude, heute unter Ihnen zu sein. Sie verstehen ja alle Schweizerdeutsch, oder? Soll ich Schweizerdeutsch vor? Zürichdeutsch. Wissen Sie, wie viele Leute auf der Welt in einer liberalen Demokratie leben? Was haben Sie das Gefühl? Plus, minus. Die Hälfte? Ein Viertel? Jede achte Person auf der Welt lebt in einer liberalen Demokratie. Ein Achtel. Also Sie können mal schauen, wie viele am Tisch sind. Sind vielleicht 12 Leute am Tisch. Das heisst, 1 bis 2 Personen, die am Tisch hocken, leben in einer liberalen Demokratie. Und der Rest, der am Tisch ist, lebt entweder in einer gelenkten Demokratie oder schon in einer quasi anerkannten Diktatur oder Autokratie. Aber das Modell, das wir in der Schweiz haben, das ist ein Minderheitsmodell auf der Welt. Allein die Elektrifizierung des Verkehrs, was ja etwas sehr Gutes ist, allein die Digitalisierung, was ja etwas sehr Gutes ist, braucht so viel mehr zusätzlichen Strom. Da haben wir momentan in der Schweiz angeboten. Und das müssen wir auffahren und da müssen wir investieren. Danke. Ja, die Mehrheit ist die 19. Die Hälfte vom Tag jetzt. Ja, super, ja. Und jetzt der nächste Stopp ist? Der nächste Stopp ist das Bundeshaus. Und dann
kommen eigentlich die zwei wichtigsten Auftritte. Ja. Mit dem Redi, oder? Und das wird, jedes Wort wird protokolliert. Ja. Bis auf Lebzeiten archiviert. Also da musst du wirklich schauen, dass du kein Zeichen erzählst im Parlament. Ja. Das wird aufgezeichnet, das kommt vielleicht in den Medien. Also die Auftritte sollten gut sein. Dann haben wir halt eine lange Sitzung heute, ist bis am Abend um 10 Uhr. Aber wir reden über die Energie und weil ich nicht in der Energiekommission bin, habe ich dann nicht, muss ich dort nicht anwesend sein zwingen. Also da kann ich gut ein bisschen arbeiten. Vielleicht noch ein, zwei Videos aufnehmen, die ich noch machen muss. Oder vielleicht auch mal eine Minute lang nichts machen. Ich weiß auch nicht. Das mache ich meistens nicht. Aber es wäre vielleicht auch mal schön. Wir gehen dann auf den Balkon vom Bundeshaus. Okay. Das ist so, wenn du nicht weiter siehst. Das ist unglaublich schön. Jetzt haben wir gerade Bescheid bekommen von Kaizen. Ja. Dass wir einen neuen Standort eröffnen können. Krass. Ja. Wo? Das ist gerade jetzt an der Hartbrücke in Zürich. Ah, krass. Standort Nummer 10. 10 sogar, okay. Ja, das wird der 10. sein. Hammer, jetzt haben wir 2 Jahre lang haben wir daran gearbeitet, an der, dass wir in Hartbrück einen Standort bekommen. Ja. Und ich habe gesagt, das kannst du vergessen, nach 2 Jahren, weißt du, mit dem Gleichen, haben wir immer verhandelt und so. Wenn du nach 2 Jahren immer noch nicht einen Vertrag hast, dann musst du sagen, lassen wir es bleiben. Und jetzt haben sie tatsächlich eingewilligt. Krass. Jetzt können wir per 1. Mai auftun. Bin ich ganz sicher. Aber ich glaube, entweder bin ich mal mit der Schulklasse da gewesen, aber oder entweder bin ich jetzt erst mal im Bundeshaus. Also das ist vorbereitet. Und jetzt noch BVG. Da habe ich bei der Reform von der beruflichen Vorsorge. Das Problem war, am Anfang hat das Reform BVG 21 geheißen. Mhm. Und das Jahr 21 ist ja schon vorbei. Und BVG versteht ja niemand, was das heisst. Dann habe ich das noch gecheckt, vor einem Monat, und habe beantragt, dass man das ganze Gesetzesvorlage umbenennt. Und jetzt heisst es Reform der beruflichen Vorsorge. Das steht auf dem Abstimmungszettel. Oder? Yeah. Das ergibt für Sie mehr Sinn, wenn das steht, als Reform BVG 21. Oder? Yeah. Und das ist jetzt eigentlich ein mega Detail, aber ich habe das Gefühl, das ist eine Matschentscheidung bei einer Abstimmung, weil wenn das auf dem Zettel steht, wenn es die Leute nicht checken. Ja, klar. Und da weisst du, es geht um die berufliche Vorsorge und es ist eine Reform. Da bin ich noch recht stolz, dass ich das reingebracht habe. Stell dir vor, Cannabis ist in 3 Jahren in der Schweiz legalisiert. Jetzt habe ich noch 2 Besprechungen mit Ratsmitgliedern. Das eine geht um den Wahlkampf, das andere geht um eine Volksinitiative der Jungfreisinnigen, wie wir dort weiter vorgehen. Und am 7. habe ich dann noch das Abendessen. Okay. Was würdest du sagen, was hat dich heute hierher gebracht, wo du jetzt bist, oder was ist so ein bisschen dein Erfolgsrezept? Ich würde sagen, Disziplin ist wahrscheinlich das, was den Erfolg ausmacht am Schluss. Ich habe nicht nur ein Ziel über 2-3 Monate, sondern ich tue jedes Jahr anhocken, überlege mir in jedem Bereich, wo ich engagiert bin, unternehmerisch, politisch, privat, wo will ich an, was für Massnahmen treffe ich, und nachher tue ich die wirklich sehr stringent und diszipliniert umsetzen. Und das mag teilweise ein bisschen langweilig tönen, aber es kann einem auch viel Freude im Leben machen, wenn man wirklich einen Weg einschlägt und den konsequent geht und nicht einen Monat das und den anderen Monat das andere. Und ich bin überzeugt, dass Fleiss und Arbeit und Ehrlichkeit am Schluss auch zu Erfolg führen. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, aber warum sollte man sich als junge Person mit Politik auseinandersetzen? Am Schluss werden in diesen Parlament oder in den Kantonen werden Entscheide getroffen, die unsere Zukunft maßgeblich werden beeinflussen. Mhm. Und ich finde es einfach wichtig, dass man wählen geht, dass man selber mit seiner Stimme jemandem die gibt und sagt, du kannst die für 4 Jahre vertreten. Und ich finde, wenn man jetzt nicht jede Abstimmung mitmacht, ich habe das Verständnis, dass man gewissermaßen teilweise nicht so Lust hat oder nicht so Interesse hat an etwas. Aber in diesem Parlament werden so viele Entscheide getroffen während 4 Jahren. Und wir alle haben das Recht, zu sagen, wer uns da drin soll vertreten. Und da finde ich schade, wenn man dann sagt, ich mache da nicht mit, mir ist eigentlich gleich, wer da drin hockt. Weil wir arbeiten relativ hart, tagtäglich an Lösungen. Und es ist immer entscheidend, wie viel von der eigenen Partei oder wie viel die anderen Parteien an Stimmen haben. Wie die Lösungen sehen am Schluss anders aus, je nachdem, wie die Mehrheit im Parlament sind. Ist es überhaupt möglich, in die Politik zu kommen? Sieht so etwas aus, ist das überhaupt realistisch, ich mit 26, dass ich mir auch mal so einen Schritt machen kann? Oder wo fängt man da überhaupt an? Ja, es ist definitiv realistisch. Du bist wahrscheinlich eher noch einer der Jüngeren, wenn du jetzt anfängst. Also es wäre nicht spät in dem Sinn. Du kannst am Gescheitsten einfach mal an einer Partei beitreten. Mhm. Also man sagt, das ist eine Jungpartei, ich würde sagen, bis 25 würde ich an einer Jungpartei beitreten. Jetzt in dem Fall würde ich nicht mehr zu einer Jungpartei, sondern direkt in die normale Partei. Mhm.
und dann einfach mal Leute kennenlernen und sich einbringen. Und die Partei ist ja wie ein Verein, das ist wie ein Pfadi oder Zevi oder der Fußballverein. Die brauchen Vorstandsmitglieder, man kann sich engagieren, man kann Themen einbringen, man kann sagen, was einem wichtig ist. Und so habe ich angefangen mit 17, ich bin die Jungpartei Mitglied geworden, habe das Präsidium übernommen von der Bezirkspartei, wie ein Bezirksvorstand, und habe mich dann mit eigenen Themen eingebracht, engagiert und so in der Partei und irgendwann auch außerhalb der Partei einen Namen können machen. Die Hürde ist mega klein. Du musst nicht Geld haben, du musst nicht irgendwie das Geschlecht haben oder irgendwie aussehen wie jemand, es spielt überhaupt keine Rolle. Du als Mensch kannst sagen, ich komme in die Politik, musst ein Formular ausfüllen und du bist schon dabei und kannst mitbestimmen. Und das finde ich das cool, es können alle mitmachen. Das ist Demokratie. Man muss nicht etwas studiert haben oder eine Lehre gemacht haben oder was auch immer. Was würdest du sagen, sind deine nächsten Ziele oder wo du hast? Mein Ziel jetzt politisch ist, dass ich nochmal gewählt werde im Nationalrat. Ich habe am 22. Oktober eine Wiederwahl, die ansteht, wie alle in der Schweiz. Die ganze Schweiz wählt am 22. Oktober ein neues Parlament. Die Wiederwahl ist sicher wichtig und unternehmerisch habe ich natürlich auch ein Ziel, dass wir mit Kaizen weiterhin wachsen können, neue Standards auftun, Umsatz steigern und auch Profitabilität steigern und Pflanzer weiterhin können erfolgreich begleiten bei dem auch Wachstumskurs mit dem Paketgeschäft, wo man neu eingestiegen ist als Pflanzer, wo auch spannend ist. Und ja, nächstes Jahr ist noch das Ziel zu heiraten. Okay. Das ist auch noch etwas Wichtiges, oder? Und das wird sicher ein grosser Fokus sein in den nächsten Monaten. Jetzt ist Abend um 6 Uhr. Wir debattieren aber bis um 10 Uhr noch im Nationalrat über die Zukunft von der Schweizer Energiepolitik. Für mich gibt es inzwischen noch ein Abendessen, aber ich lasse euch jetzt gehen und danke für euch fürs Interesse. Ciao zusammen.